Jahr 2017 liegt hinter dir, die Winterpause war recht kurz. Sag mal, wie voll ist dein Akku schon wieder, um jetzt mit Trainingslager 2018 voll anzugreifen? Ja, mein Akku ist voll. Natürlich war es jetzt keine mega lange Pause, wo man jetzt alle Kräfte mobilisieren konnte. Aber ich denke, für den Kopf war es trotzdem wichtig, die kurze Pause zu haben und sich einfach ja, mal anderen Dingen widmen, der Familie oder was auch immer. Und ich denke, jeder ist hierher gekommen jetzt mit positiver Energie und wir freuen uns drauf, jetzt hier bei super Bedingungen hier zu arbeiten und uns vorzubereiten auf alles, was jetzt kommt. Fernsehen, Wort zu Peter Stöger. Was ist es für ein Typ? Wie ist es mit ihm zu trainieren? Wie weit ist auch schon seine Philosophie durchgedrungen? Ja, es macht Spaß. Der Trainer redet viel mit uns, versucht reinzuhorchen in das Team, gibt uns natürlich klar seinen Plan vor und an dem arbeiten wir auch gerade, dass wir das noch mehr verinnerlichen können. Die letzten drei Spiele war ja sehr wenig Zeit, irgendwie uns seine genaue Philosophie zu vermitteln. Da ging es eher darum, Sicherheit reinzubekommen und Resultate zu holen. Die haben wir zum Glück geholt in den Bundesligaspielen. Und jetzt gilt es einfach, das zu verfeinern, was er genau in seinem Spiel haben will. Und ja, wir kommen sehr gut bisher klar und es ist ein gutes Klima in der Mannschaft und ja, bisher ist alles in Ordnung. Auf was legt er denn genau Wert, wenn Sie es konkretisieren? Ja, also ihm ist wichtig, dass wir natürlich eine gesicherte Defensive haben, aber das heißt nicht, dass wir, weil wir jetzt zum Beispiel in den letzten drei Spielen ein bisschen defensiver ausgerichtet waren, ein bisschen tiefer verteidigt haben, das war einfach der Situation geschuldet, dass wir unglaublich viele Gegentore kassiert haben in den Spielen davor und er da einfach Sicherheit reinbringen wollte. Und jetzt natürlich wird schon verfeinert und darauf geguckt, dass wir als Borussia Dortmund natürlich auch den Anspruch haben, offensiv zu attackieren, dass wir den Ball wollen. Und ja, da zeigt er uns gerade seinen Plan auf. Sie haben wieder mehr Freiheiten. Wie würden Sie Ihre Rolle jetzt beschreiben oder definieren? Ja, ein Stück weit freier würde ich sie definieren. Nein, ich fühle mich sehr wohl bisher. Es hat mir Spaß gemacht und für mich ist einfach wichtig, dass ich ein Stück weit Freiheiten habe, mir den Ball abzuholen. Deswegen will der Trainer auch, dass ich zwischen den Ketten bin, wie es davor der Fall war. Aber ich habe einfach diese Freiheit, mir auch den Ball abzuholen, wenn ich mal länger den Ball nicht berührt habe oder nicht im Ballbesitz war, weil das ja einfach mein Spiel ist, das Spiel von hinten rauf aufzuziehen. Und ja, das hat bei mir jetzt auch schon besser funktioniert. Ich war ja auch ein bisschen in einem Leistungsloch, ist vielleicht übertrieben, aber ich konnte nicht das abrufen, was ich wollte. Und die letzten drei Spiele, glaube ich, waren so ein leichter Step nach oben. Und deswegen bin ich jetzt hier voll positiv angekommen und ja, will daran anknüpfen. Natürlich analysieren ja alle trotzdem noch, warum es dieses Leistungsloch in der Mannschaft gab. Sie haben auch gesagt, die finale Erklärung gibt es dann auch nicht ultimativ, dass man alles abdecken kann. Aber das Lager Peter Bosch hat in direktem Zusammenhang mit der Verletzung von Fischek gesetzt. Können Sie das nachvollziehen? Wen sehen Sie das? Ja, Lukas ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler für uns. Dass das so zusammenhängt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich denke trotzdem, dass das nicht der entscheidende Grund war. Wir haben so einen Kader, der auch so einen Verlust auffangen sollte und müsste. Und ja, wie gesagt, mir wurde die Frage jetzt auch schon sehr, sehr oft gestellt. Und die genaue Antwort hab ich nicht parat. Sonst hätten wir es vielleicht auch schon früher umgeschalten oder hätten auch in den Spielen nach dem Trainerwechsel Feuerwerke abgeliefert. Aber auch da hat man ja gesehen, dass das ein Prozess ist, da jetzt einmal wieder raufzukommen, dass das Selbstvertrauen nach den ganzen Spielen, die du nicht gewonnen hast, einfach noch nicht voll wieder da ist, wenn du jetzt mal ein Spiel gewinnst. Das, denke ich, ist auch klar. Für mich ist aber auch wichtig, natürlich, wir besprechen das auch mit dem Trainer. Er will auch nachempfinden können, woran das so gelegen hat, aus der Mannschaft heraus, ob da jemand ihm das auch erklären kann. Aber ich denke, dass es genauso wichtig ist, dann jetzt nach vorne zu gucken, weil natürlich ist das gewesen und das sollte uns nicht mehr passieren. Aber wir haben jetzt ein neues Jahr, wir haben eine Rückrunde, die wir
beginnen werden, jetzt schon bald. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Wir sind noch sehr jung, mit 22. Es wird oft gesagt, Borussia Dortmund hätte keine Führungspersönlichkeit. Ist das für Sie ein Anspruch, mal irgendwann Leader zu sein, noch mehr Verantwortung zu übernehmen? Sie waren schon, glaube ich, 1860 in jungen Jahren Kapitän. Ja, das zwei Wochen lang, aber nur. Ja, natürlich. Ich bin jetzt 22. Ich durfte schon vieles erleben hier und sehr, sehr viele Spiele machen. Und natürlich wächst man dann auch ein Stück weit mit den Herausforderungen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie der Leitwolf bin oder anderes. Aber natürlich will ich da irgendwann gerne mal reinwachsen. Ich denke, dass es meine Position auch einfach mit sich bringt, in der Zentrale den Mund aufzumachen. Und das habe ich auch schon von Anfang an gemacht, weil das wichtig ist. Und ja, also um auf Ihre Frage zu antworten, natürlich würde ich da gerne mal reinwachsen irgendwann. Danke. Gerne. Hat noch Sonderurlaub bekommen. Wie sieht es mit Ihnen aus? Hätten Sie eigentlich auch noch gerne ein paar Tage frei gehabt? Finden Sie das? Und was kann er reißen bei der Wahl? Was trauen Sie ihm zu? Die Konkurrenz ist ja schon sehr groß. Ja, also es ist ja kein Urlaub. Ober hat sicher da auch seinen Laufplan und ist alles abgesprochen. Deswegen ist das für mich auch überhaupt kein Problem. Und ja, ich würde es ihm wünschen. Er hat es ja einmal gewonnen. Damals war ich mit ihm im Zimmer in Dubai, als er dann nachgereist ist und nachts reinkam. Dann haben wir seinen Pokal gefeiert. Ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wer noch nominiert ist. Ja, der macht es auch. Spielt auch eine starke Runde. Also ich denke, es ist ein knappes Rennen. Für uns oder für Ober würde es mich natürlich freuen, wenn er es gewinnt. Danke euch. Alles klar.